Der Beginn der Stahlbaumontage ist für unser Projekt ein wichtiger Meilenstein. Schon gestern wurden die ersten Stahlbauteile an die Rheinbrücke in Leverkusen transportiert. In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir dafür einige vorbereitende Arbeiten ausgeführt. Wir haben eine Baugrube verfüllt, statische Nachweise geführt und eine Böschung in Richtung Rhein ausgebessert. Auch heute kommen weitere Stahlbauteile auf die Baustelle. Diese sind bis zu 10 Meter lang und 22 Tonnen schwer. In den kommenden Wochen werden diese dann auf der Baustelle vormontiert und zusammengeschweißt, sodass wir schon in wenigen Monaten die ersten Stahlbauteile einheben können.